Das ist süß. Den haben wir in der Synchronfassung übrigens Löffel getauft. Gut. Hi Daniel. Hi. Du bist ja Regisseur. Ja. Bei unserer Serie Usagi Drop. Genau. Das freut uns sehr. Danke, mich freut's auch. Und hast auch eine kleine Rolle übernommen. Mhm. Wie heißt deine Rolle? Ja, der hat gar nicht so einen richtigen Namen. Also das ist einer von Daikichis späteren Kollegen, der Kollege Langhaar haben wir ihn getauft. Genau, der hängt da mit Kollege Locke und Kollege Kotelette rum. Da liegen einige Sekündchen dazwischen, also das wird sich ausgehen. Du bist der Sprecher und Regisseur und auch Inhaber von Köln Synchron. Ja, genau. Wie lange machst du denn eigentlich schon Synchron, beziehungsweise wie lange machst du schon Regie und wie lange gibt es schon Köln Synchron? Mhm. Also als Sprecher bin ich seit ungefähr 2007 professionell unterwegs. Regie mache ich auch schon relativ lange, seit, naja, 5, 6 Jahren, das kann ich leider nicht so genau sagen, irgendwie sowas um den Dreh. Und Köln Synchron, also meine Firma, habe ich mit meinem Kollegen Lars vor 2 oder 3 Jahren gegründet. Reagiert er? Nein, das ist bei ihm eine Gedankenstimme. Ja, was war bislang deine liebste Rolle oder dein liebstes Projekt? Oh, das ist immer ganz schwer zu sagen, weil es gerade als Regisseur ist es ja auch so, dass man sich dann so sehr in diese ganzen Projekte reinguckt, reinverliebt, dass ja auch Pflicht ist im Prinzip, weil damit man eine gute Arbeit abliefert. Deswegen sind viele Projekte Herzensangelegenheiten gewesen. Was mir als Regisseur jetzt sehr viel Spaß gemacht hat, war bisher Overlord zum Beispiel, weil wir da ganz tolle Leute bei hatten, aber genauso Usagi Drop, wo wir auch wieder mit wirklich fantastischen Leuten arbeiten können und wo ich halt auch die Geschichte sogar noch mehr schätze als jetzt bei Overlord. Weil es kommt da ja auch sehr oft darauf an, dass es irgendwie organisch kommt, natürlich wirkt und nicht zu groß gespielt. Also da lege ich sowieso immer sehr viel Wert drauf, gerade bei solchen Slice-of-Life-Sachen, dass es halt irgendwie organisch kommt und nicht die fetten Synchronbögen und alle sprechen so, als ob sie gerade eine Werbung machen würden. Das darf da auf gar keinen Fall sein, meiner Meinung nach. Ja, stimmt. Jetzt wurde es ja im Anschluss ja besser so. Gesichtsausdruck kenne ich doch schon. Wie stehst du generell zu Anime? Das ist immer eine interessante Frage. Ich mag es gar nicht so gerne, wenn man Anime als ein Genre bezeichnet, ehrlich gesagt. Weil ich finde, das ist so breit gefächert, da gibt es wunderbare Produktionen, die ganz toll sind, Filme, Serien. Und es gibt halt auch den absoluten Ranz, so wie es beim Realfilm halt auch ist. Und ja, deswegen bin ich natürlich dem Anime gegenüber sehr offen. Ich habe auch als junger Mensch viel Sachen geguckt. Dragon Ball, Lupin, selbstverständlich die Klassiker Ghost in the Shell und Akira. Deswegen finde ich Anime an sich cool, aber das so als ein Genre zu betiteln, da halte ich nicht so wahnsinnig viel von, weil es da so viele unterschiedliche Sachen gibt. Da gibt es tolle Filme oder auch nicht. Ich will mich nicht zu sehr quälen, aber kannst du mir doch noch ein Müchen mehr geben? Danke. Was macht dir eigentlich mehr Spaß? Deine Arbeit als Synchronsprecher oder die Arbeit als Regisseur? Und wo sind die größten Unterschiede? Ja, das ist schon ein richtig großer Unterschied, weil als Sprecher kommst du ja eigentlich ins Atelier, weißt meistens gar nicht, worum es geht, was du machst, was du tust. Also zumindest am Anfang und dann kommst du in die Rolle rein und spielst das und dann findest du natürlich irgendwann einen Zugang dazu. Und als Sprecher bist du dann auch schnell wieder aus dem Studio raus und hast dann die Arbeit hinter dir. Als Regisseur ist es natürlich so, dass du da von vorne bis hinten in dem ganzen Projekt drin steckst. Deswegen muss man da sich sehr mit auskennen und man muss sich genau wie beim Sprechen halt total reinfühlen können in alle möglichen Positionen, weil als Regisseur, also zumindest das ist meine Interpretation dieses Berufes, ist es ja dann mehr oder weniger deine Vision der ganzen Geschichte. Klar bringen die Schauspieler auch da ganz viel mit rein von sich oder wie sie die Rollen halt sehen, aber du als Regisseur leitest das ja alles. Du bringst da sozusagen den Stil rein. Und ja, das ist ein großer Unterschied. Was mehr Spaß macht, weiß nicht. Ich mag die Abwechslung. Ja, es ist ein bisschen knapp. Ja,
Ja. Ja, hast du noch ein paar letzte Worte oder Grüße an die Fans? Naja, Grüße natürlich, hi, und ich hoffe, es euch gefällt, unsere Produktion. Wir haben echt tolle Leute dabei, Bekannte, Unbekannte. Deswegen hoffe ich, es gefällt euch. Es ist eine tolle Besetzung. Wir haben alle sehr viel Spaß damit gehabt und ich hoffe, dieser Spaß überträgt sich auf euch. Ja, und viele Grüße vom ganzen Team. Cool. Danke dir. Bitte.